Freunde, willkommen auf der Gamers Altmark Map. Ihr seht, ich bin genauso weit wie ihr. Ich bin noch nicht drauf gewesen. Es stand nichts dabei von irgendwelchen Mods runterladen. Ich bestätige den jetzt einfach mal. Also, Autodrive, das lassen wir mal. Das muss jetzt nicht sein. Here we go. Das ist das bekannte Gebäude von Erdengrad, denke ich. Scheinbar besitzen wir einen Hund. Und ein Gartenhaus. Ich finde ja niedlich, weiß noch nicht, was das bringt. Was will er da? Ja? Fressnapf für einen Tango. Und dass der Fressnapf ist, keine Ahnung, wie ich den füllen soll. Weil der ist. Ah, das geht sogar. Obwohl der im Boden eingelassen ist. Gut. Wir haben einen Grundfuhrpark. Den schauen wir uns mal an. Das ist. Den brauche ich nicht. Da sind da ganz meine ganzen Mods mit drin. Das ist nicht so gut, das hilft jetzt nicht weiter. Also gehen wir durch. Wir haben einen bekannten Drescher. Den haben wir jetzt überall drauf, den Topliner. Das ist die Grunddrescher von 22er. Da hinten steht ein Traktor. Hier steht ein Traktor mit Pöttinger. Ballenpresse, oder? Ja. Ein John Deere. Nötiger Ladewagen, sieht schon gut aus. Ein Anhänger gespannt. Also, wir haben ein Pflug, Grubber und noch ein Traktor. Das ist ein Steier, den kenne ich noch gar nicht. Okay. Also, wir haben Grundversorgung von allem, kleine Geräte. Damit kommen wir schon mal klar. Was wir brauchen ist Übersicht. Das ist die Karte. Sieht aus wie Ostern, können Ei sein. Jetzt gibt es böse Briefe. Wir sind da. Das scheint unser Hof zu sein. Das gehört uns. Die Straßen gehören es auch, Kartenübersicht. Wir uns gehören auch die Karten, das ist auch nicht schlecht. Es gibt Zufahrt, Abfahrt, das ist für mich immer schön, das ist für Outdrive sehr gut. Eine Zufahrt, eine Abfahrt, hier gibt es sowas Doppeltes. Dann haben wir hier. Wir haben einen Flüssigdünger-Tank, ein Silo. Silo von Obi. Ein Farmhaus und ein Treibstofftank. Mit kein normales Silo. Wir haben natürlich verschiedene Verkaufsstationen, Großhandel, Onlinehandel, Tankstelle. Über die Verkaufsstellen von mal da durch. Agrar, Beiwahl, Großhandel, Landhandel, Onlinehandel. Haben wir da. Tankstellen nicht zu weit entfernt, das ist auch nicht schlecht. Verschiedene Produktionen drauf. Müslifabrik, Spinnerei, Traubenverarbeitung, Zuckerfabrik. Verschiedene große Felder, das da oben, also könnte Wald sein. Spinnerei, da ist der Fahrzeughändler, Viehmarkt, Fastfood-Restaurant, Verkaufsstation, eine Bäckerei. Also es ist viel zu tun. Molkerei, Ölmühle. Agrar- und Sägewerk. Also wir haben doch was zu tun. Nehmen wir uns den Steier mal zum Umfahren.
entfernen uns mal ein bisschen, weil der doch etwas laut ist. Wo fahren wir denn hin? Fahren wir mal oben raus, da ist es weniger. Das da wegmachen, das brauchen wir jetzt nicht, weil wir haben keine Kurse drauf. Es ist schön angelegt. Ich habe mir den Hof gar nicht angesehen. Das ist jetzt eigentlich traurig. Das war ja immer zuerst. Mit Sound eine Riesenhalle. Das ist eine sehr schöne Halle, das ist auch ein Riesenteil. Mit, ja, kleine Werkstatt dabei. Doch, hier gefällt mir nicht schön. Ist echt schön. So, dann haben wir hier noch eine. Ist das noch eine Halle oder ist das jetzt. Wer ist noch eine Halle? Das sieht gleich an nochmal. Das, daneben gleich der offene Halle angebaut. Platz für noch mehr, für das Gras. Grasbearbeitung. Platz genug haben wir auf jeden Fall. Die ist auch sehr schön da dran. Ich weiß gar nicht, das zwei halbe, das ist eine große. Ich glaube, das ist eine große. Also mir gefällt es, mir gefallen offene Hallen sehr gut. Da das Silo gleich angebaut an der Halle. Aber das war's. Ich sehe noch keine Viehwirtschaft. Die müsste man dann scheinbar dazu kaufen. Jetzt habe ich gedacht, hier oben gibt es einen Weg raus, aber scheinbar nicht. Laut Karte gibt es da einen Weg raus. Aber nein. Dann nehmen wir den runter. Das ist ja kein Problem. Da sind wir flexibel. Aber weit genug weg und ich fahre wieder hier mal gegen. Ich bin nur abgelenkt da vorne von. Ja, könnte doch ein Hof sein. So, wo sind wir jetzt hier gelandet? Da steht nichts dran. Ich stehe da mitten am Platz und hier ist ein freier Platz. Das heißt, ihr könnt hier einen neuen Hof bauen. Okay. Es war nichts eingezeichnet auf der Map. Nicht mal freier. Es ist nicht mal freier Platz eingezeichnet. Seltsam. Sein Ruf nach Eigenbelieben. Gut. Warum nicht? Ist sehr eng hier. Ist doch für kleine Maschinen gedacht, denke ich. Ich denke, dass ich gedacht habe. So, hier sind wir an einem weiteren Hof. Der sogar gebaut ist, ein freier Platz, ein weiterer Hof, nicht der Starthof, aber ein Kraftstofftank, das ist ein weiterer Hof. Das sieht nach Schafweide aus.
Da muss ich kaufen, damit ich reingucken kann. Nämlich, ich denke, das sind Schafe. Das sind einfach Hühner. Ne? Das ist ein nett angelegter Hof für Tiere. Es ist nur interessant, dass sie überhaupt nicht angezeigt werden. Da sind die Bienenhäuser gleich dabei. Die produzieren sogar schon, obwohl gar keiner lebt. Das sind Honiggläser, die habe ich ja noch nicht bei mir. Sollte ich auch mal ausprobieren. Eine große Halle. Ist jetzt die Frage, nimmt man das als eigenen Hof oder kauft man sich zu dem anderen dabei? Kann ich den kaufen? Ich meine, den da oben und hier einfach den Viehhof dabei. Ist bei 84.000 nicht mal teuer. Da kaufe ich das Feld, da habe ich noch eine freie Fläche daneben, also ausbaufähig. Das ist nicht schlecht, also das ist meine Idee. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt da unten. Wir fahren jetzt hier mal rechts, haben wir Sägewerk und Agrar. Die schauen wir uns erstmal an. Also das ist mal eine schöne Idee. Man kann jetzt einen eigenen Hof hinbauen. Der freien Fläche, da Feld dabei, kann ein Haus hinbauen. Wo. Oder man nimmt zum alten zum anderen Hof als zusätzlich für die Tiere. Das ist auch mal eine Variante. Wie gesagt, das ist jetzt etwas eng für mich, also für meine Fahrweise. Ich kenne mich normal. Das hier rechts muss das Sägewerk sein. Schöner kleiner Betrieb. Schauen wir uns den an. Das ist eigentlich, ich liebe das. Gebraucht ist toll. Es sieht wirklich gebraucht aus. Es wird. Keine Ahnung, ob die extra hergestellt wurden oder ob das Standard ist. Ich nehme eine Standard, aber ist egal. Es sieht gut aus. Es sieht echt gut. Mir gefällt das. Ich liebe Details. Deko. Es gibt Leute, die sagen, gut, das macht jetzt, das ändert am Spiel nichts, aber... Für mich macht es das authentisch, hier noch ein paar Paletten stehen mit Holz. Das ist nun mal beim Sägewerk so, auch wenn man sich es einmal anguckt und nachschaut man nie wieder. Aber es sieht dann gleich aus wie bewohnt und nicht so tot. Das ist genau wie drüben, da ist Licht im Zimmer. Kleine Details, das mag ich. So, was habe ich da? Das ist ja Agrar. Das ist, ich denke, ein reiner Verkaufsplatz. Mit Landhandel wahrscheinlich. Oben steht da eine Stange rum, Baby. Ach, eine Laterne ist das. Okay. Gut. Nett. Dann nehmen wir ein Häuschen. Einer muss es ja betreiben hier. Geht es hier rechts noch weiter? Da unten ist die Karte zu Ende. Gut, da geht es nicht weiter. Dann nehmen wir uns das nächste Teil vor. Es ist eine nette Karte. Ja, 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 ich weiß. Ich weiß. Ui, der war schnell.
rücksichtslos. Also jetzt wirklich intelligenter sind als im LS19, weiß ich nicht. Aber vielleicht liegt es auch nur an mir. Wahrscheinlich liegt es an mir. Muss ich hier schon rein? Nein, da unten jetzt nur zu Feldern. Also vorne weiter. Ist ja nett gemacht. Kleiner Hügel, ein bisschen Felsdeko da drunter, das ist nett. Es gibt Leute, die haben Händchen für sowas. Sieht sehr realistisch aus. Hier muss ich rein, ne? Hier kann ich zu dem Gebiet runter. Auch sehr eng. Das ist die Molkerei hier. Diary. Oder Diary. Nett? Doch. Nett, nett. Sauber angelegt, nett gemacht. Und da können wir zur Forschung erhalten, Milchlaster da stehen zu haben, Eck oder irgend sowas. Aber das Meckern auf höchstem Niveau. Oder eben Hecke kaputt fahren. Warum man das hier so kompliziert angelegt hat zum Anfang verstehen. Und ich hätte jetzt hier rechts rausfahren können, aber ich möchte auf die Straße wohl wegkommen. Leider keine Räusper-Taste, was wir eben unterdrücken können. Allergische Reaktion auf Reden. Meine Mikropassion selten. Ach, das habe ich schon gesehen. So, da will ich weiterfahren. Lass das liegen, das muss ich nicht mehr. Nehmen wir die nächste Abzweigung. Wie gesagt, das ist nett gemacht alles. Sehr ländlich, sehr idyllisch. Die Straßen, wie gesagt, ist mir. Könnte für mich breiter sein. Ja, nicht hinten auffahren, das muss nicht sein. So, kommen wir mal weiter in dem nächsten Gebiet dran. Hier hätten wir die Bäckerei, hier unten haben wir noch die Baywa.
Supermarkt, Fastfood-Restaurant, alles Verkauf. Viehhandel, da oben ist der Shop, den gucken wir uns auch gleich an. Den Bauernmarkt, Spinnerei. Schauen wir eben die Baywa an und dann gucken wir uns den Shop an. Oh, hier ist ein Supermarkt. Nicht viel los, Parkplatz ist leer. Vielleicht noch zu früh. Das hier ist die Baywa. Okay. Machen wir eine Rundfahrt. Da war eine Stufe im Asphalt. Habt ihr das gemerkt? Ja, Zaun im Weg. Hier hinten mit Abladen, das ist nett gemacht. Ne? Also, ist ein kleinerer Ort, das merkt man. Mit größeren Lieferungen ist das ja alles kleiner. Ist aber nett gemacht. So, hier kommen wieder die Asphaltstufe. Da müsste der Modder vielleicht noch mal Hand anlegen. Bei der Mapper. Wenn er will. Es gefällt. Ja, ich bin doch schon schnell zu begeistern. Ist jetzt hier? Hier rechts, links ist der Shop. Komme ich da von der anderen Seite dran oder wie komme ich da dran? Und hier liegt eine Einfahrt erwartet. Aber eine sehr kleine Zufahrt. Also hier mit großen Dreschern und sowas. Und Blumenkübel mit Kollision wahrscheinlich. Clever Motor, sehr gut. Clever Motor vielleicht, aber eine Zufahrt annehmen, nicht? Es gibt hier Hochhäuser sogar. So klein ist der Ort dann doch nicht. Es wohnen ja auch Leute, gut. So, dann schauen wir auf der Karte, wo es weitergeht. Wir fahren wieder links auf die Straße. Links rum, dass wir da auf die Straße kommen und dann kommen wir weiter mit einer Rundfahrt um den Hof. Also zu meiner Entschuldigung, ich fahre mit Tastatur, das ist etwas abgehackter als mit Lenkrad, denke ich mal. Aber für meine Zwecke reicht es immer noch. Ja, das ist. Lass mir gerade einen Außenspiegel einfassen. Das ist ein Waldgebiet und so eine Nähe. Also man kann hier fahren. Das ist nicht so klein, wie man im ersten Augenblick denkt von der Karte. Hier ist auch mehr Verkehr. So, hier gehen wir so die Straße weg. Hier schauen wir uns mal an, was es gibt. Wo sind wir? Wir sind da oben. Rechts geht es nur zum Feld. Asphaltierte Straße. Hier haben wir doch mal die Zuckerfabrik. Oben gibt es nur Felder.
Das heißt, wir gucken uns diese Produktion noch mal an hier. Das heißt, wir fahren hier links rein. Anlaufen. Ah, ich wollte eigentlich Anlauf nehmen. Es ist ein schöner kleiner Traktor, muss ich schon sagen. Er kämpft zwar jetzt im Berg hoch, aber hält sich wacker. Das ist dann die Zuckerfabrik hier. Auch mal eben abgehakt. Basic. Sehr schmal, aber wenigstens asphaltiert. Speichere das ab. Ich stehe da und da unten ist mein Hof. Was ist das hier dann? Wieder nur eine leere Fläche. Oder noch ein Hof. Kann natürlich auch sein, dass hier noch ein Hof ist. Schauen wir doch mal. Einfach versteckte Höfe. Eingezäunt, damit ich nicht da hinkomme. Das ist auch nicht schlecht. Kann ich da rüber? Nicht rüber, das habe ich, das ist doch gemein. Das ist echt nicht wahr. Ich komme nicht rüber, der Zaun ist so hoch. Ja, vor 20 Jahren hätte ich es auch noch gekonnt. Bin echt vollkommen eingezäunt. Hier ist eine Zufahrt. So, da unten ist der Haupthof. Also sind das alles Teile, die man zukaufen kann, oder wie? Das ist toll. Ich habe jetzt den Hof. Ich habe da unten Leerfläche. Ich kann das da unten zukaufen. Ich kann da was zukaufen. Ich kann diese ganzen Flächen zukaufen. Ich kann es nicht aufmachen, was mir nicht gehört. Aber ich kann wirklich Stück für Stück meinen Hof vergrößern, ohne groß selbst bauen zu müssen. Da ist der Kuhstall, klar. Aber ein riesen Kuhstall mit Milch, mit Fütterungsroboter. Aber das ist, gefällt mir, muss ich sagen. Also. Das ist mal was anderes. Komm mit da unten sind wir an Platz noch. Also man kann wirklich nach und nach sein Ding aufbauen. Das also reizend tut mich das schon. Hier ist der nächste Platz, der frei ist. Wo nichts eingezeichnet ist. Steht nicht dran, was es ist. Das ist eine Waage. Gut. Wofür auch immer. Es ist kein Verkaufsplatz.
Scheune? Silo wahrscheinlich. Das ist ein Silo, die Scheune dabei. Also für mich ist das wirklich die Möglichkeit, seinen eigenen Betrieb zu vergrößern. Ich weiß jetzt nicht, was diese Mauern hier sollen. Also das passt jetzt für mich jetzt weniger zum Hof, aber ich finde diese Idee nicht schlecht. Ich denke, das ist so, dass der Mapper sich so das gedacht hat. Man fängt klein an und baut nach und nach auf und man gibt einem schon die Möglichkeit, etwas Fertiges zu kaufen. Man muss sich extra nachdenken, wenn man jetzt wirklich kein klassisches Schema hat, was man machen soll. Hier ist es vorgegeben. Kann man sich entscheiden, was man machen will? Schafe, Hühner, Kühe. Also so ein Schweinestall. Es steht ja nicht dran, leider, was das alles ist. Da braucht man Silo, da ist ein Gebiet, da ist ein Silo. Man braucht kein eigenes zu stellen. Das war die Pizzeria, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist die Pizzeria. Und hier kommen wir zu weiteren Produktionen. Ist auch nett gemacht, verschiedene Produktionen zusammenzustellen, so Gewerbegebiete. So im Kreis jetzt, wir fangen mit Spinnerei und Müslifabrik, Traubenverarbeitung. Ein Sportcenter ist ja gleich das Gefühl. Dein Geschäft dabei ist nett. Zwar leerstehend. Fuverentex. Sehr blau. Ja, und was immer das ist. Aber dann haben wir verschiedene, drei verschiedene Produktionen im Shops dabei. Es sieht dann gleich wirklich aus wie benötigt, gebraucht. Nett angelegt. Gibt es noch etwas, was ich zeigen kann? Wir sind jetzt da unten. Da oben gibt es noch Viehhandel, Viehmarkt, Landhandel. Aber ich denke, das war's. Es ist eine nette Karte. Das ist für mich die erste interessante Karte, die mich wirklich reizt zum Spielen. Also, ich weiß nicht, ob ich vielleicht versuche, keine Ahnung. Die Felder sind nicht unbedingt meins, weil die sind nicht helferfreundlich. Aber das kann man sehen. Also die Ideen sind schön. Doch. Gefällt mir. Mein Fazit. Kann man probieren. Kann man machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen da. Und ich suche weiter nach guten Karten. Bleibt gesund. Bis dann.